Wunderschönen guten Abend wünschen Ihnen Gregor und ich. Wir haben einiges heute Abend mit Ihnen vor. Wir freuen uns sehr auf das letzte Länderspiel der Nationalmannschaft. Es geht in Gelsenkirchen gegen die Niederlande und zwar mit dieser Startformation, die der DFB auf Twitter dann auch veröffentlicht hat vor einiger Zeit. Es wird mit einer Dreierkette gespielt, die dann vor Manuel Neuer selbstverständlich operieren wird. Und zwar aus drei Innenverteidigern bestehen, wenn man so möchte, etatmäßigen zumindest. Hummels in der Mitte, links Antonio Rüdiger und rechts der Bayern-Teamkollege von Hummels, Niklas Süle. Joshua Kimmich und Toni Kroos, die werden dann zusammen die Doppel-6 bilden. Und offensiv auf den Außenbahnen haben wir Nico Schulz und Thilo Kehrer. Und dann dieses fulminante Offensiv-Trio Leroy Sané, Serge Gnabry und auch Timo Werner. Und wir hoffen, dass sie dann genauso wirbeln werden, wie sie es zuletzt gemacht haben gegen den Gastgeber der vergangenen Weltmeisterschaft, gegen Russland. Und darüber reden wir jetzt mit unserem Kollegen Uli Köhler. Und vielleicht erstmal die Frage, kein Thomas Müller, dabei wäre es ja durchaus ein schönes Länderspiel für ihn, Stichwort Jubiläum und so. Da muss er sich noch ein bisschen gedulden, aber vielleicht kommt er ja rein und der Bundestrainer schenkt ihm heute sein 100. Aber in erster Linie geht es um den Erneuerungsprozess und um eine erfolgreiche Mannschaft. Und da ist Thomas Müller einfach zweite Wahl. Klingt hart, ist auch hart, aber da muss er durch. Es geht ja vielen anderen nicht anders. Und der Bundestrainer ist endlich jetzt zu dieser Entscheidung gekommen. Es geht nur mit einem radikalen Schnitt. Er hätte ja lieber so einen Softwechsel gemacht, dass er noch auf eine Achse der Weltmeister bauen kann. Aber das hat sich gezeigt, das funktioniert nicht so richtig. Während diese Formation ja jetzt schon mal gezeigt hat, zweimal gegen Frankreich und auch gegen die Russen, dass das durchaus ein Erfolgskonzept werden könnte. Jetzt ist dann natürlich auch die Frage, wie schafft man so einen Umbruch? Haben wir viel darüber diskutiert, haben natürlich aber auch arrivierte Kräfte mit dabei, wie zum Beispiel jetzt Toni Kroos oder auch Mats Hummels. Braucht es die einfach trotzdem noch? Natürlich, also eine Mannschaft ohne Erfahrung, das wird nicht funktionieren. Das hat die Vergangenheit oft gezeigt, nicht nur bei der deutschen Mannschaft, sondern auch überall im internationalen Fußball. Die Himmelstürmer brauchen manchmal einen, wo sie sich ein bisschen anlehnen können, wenn es eng wird, wenn der Gegner kommt, wenn man ein bisschen Ruhe braucht und auch einfach Erfahrung. Dann ist Toni Kroos da, dann ist Mats Hummels da, Manuel Neuer sowieso. Also es sind noch drei, die übrig geblieben sind, ist sowieso ziemlich wenig. Dann noch eine Frage vielleicht, wir hatten uns ja beim Spiel in Leipzig so ein bisschen gewundert, dass dann doch sehr, sehr viele Publikumsränge leer geblieben waren. Jetzt ist natürlich die ganz große Brisanz auch ein bisschen rausgenommen worden, dadurch, dass der Abstieg bereits feststeht aus dieser Top-Liga in der Nations League. Wie ist denn der Zuschauerzuspruch heute? Also eine sehr gute Frage. Ich habe sie noch nicht durchgezählt. Man rechnet, was ich gehört habe, mit 40.000 bis 50.000 Zuschauern, die hierher kommen sollen. Also die äußeren Bedingungen wären okay. Nicht, weil es hier so besonders heimelig und schön warm wäre, aber nein, das Hallendach ist geschlossen. Also da können die Zuschauer in Ruhe einen wunderschönen Fußballspiel eins genießen, so es denn eins wird. Aber für die deutsche Mannschaft ist es ein Prestigeduell und natürlich der nächste Schritt, dass sie wieder auf Augenhöhe mit den Großen mitmachen können. So, Uli, dann geh mal rein und zähl noch mal kräftig durch, bevor es gleich losgeht. Ist ja in 10 Minuten Anpfiff. Vielen Dank für die aktuellsten Infos aus Gelsenkirchen. Und dann auch noch mal der Vollständigkeit halber. Die U21 hat übrigens 2:1 gegen Italien gewonnen. So, und wir schauen noch auf den Gegner von heute, auf die Oranjes. Die haben ja den Weltmeister Frankreich gerade mit 2:0 geschlagen, was zur Folge hatte, eben, dass Deutschland bereits abgestiegen ist aus dieser Gruppe. Aber dieses Ergebnis, dieser Sieg von 2:0 seiner Elftal über den amtierenden Weltmeister, will der Trainer der Elftal, Ronald Koeman, nicht überbewerten. Frankreich hat sich meiner Meinung nach nicht so sehr angestrengt. Vielleicht dürfen wir deren Leistung nicht zu hoch hängen. Das Spiel gegen Deutschland wird deutlich schwieriger. Frankreich wartet mehr ab. Deutschland spielt extremen Angriffsfußball. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Ja, dus dat, da moet je wel voorbereid zijn. Was dem deutschen Team noch bevorsteht, haben die Niederländer schon geschafft. Wir reden natürlich mal wieder vom Umbruch. Also viele junge Spieler mit dabei bei den Niederlanden. Einige gibt es aber auch im DFB-Team. Olli Zwartjes hat mal den Vergleich gewagt.
Die jungen Wilden, die sind bei den Niederlanden beim Team von Ronald Koeman schon gar nicht mehr wegzudenken. Sein Gegenüber Joachim Löw, der befindet sich gerade im Umbruch. Jetzt wollen wir mal diese beiden Rasselbanden gegenüberstellen und beginnen da in der Abwehr. Die Kandidaten Süle, Kehrer, Tah in der deutschen Nationalmannschaft, die brauchen wir Ihnen nicht vorstellen, die kennen Sie. Auf der rechten Seite, da haben wir die Niederländer und die interessanteste Personalie hier, Matthijs de Ligt. Er ist aktuell der Kapitän von Ajax Amsterdam, erst 19 Jahre alt. Auf den werden wir gleich noch mal genauer eingehen. Und auch Nathan Ake, richtig guter Mann, aktuell bei Bournemouth, aktiv. Bei ihm auch großes Interesse von Chelsea, aber auch von Tottenham. Also wirklich eine sehr, sehr gute Abwehr mit noch sehr jungen Spielern. Was hat das Mittelfeld zu bieten? Auch Joshua Kimmich, Kai Havertz, Julian Brandt, die brauchen wir Ihnen nicht vorstellen. Deshalb konzentrieren wir uns auf die rechte Seite. Frankie de Jong und Donny van de Beek. Beide spielen für Ajax Amsterdam, beide 21 Jahre jung. Und auch an den beiden sind die Top-Clubs in Europa dran. Und diesen Mann, Dilrosun, den kennen Sie auch, nämlich aus der Bundesliga. Der spielt aktuell bei Hertha BSC, 20 Jahre jung, hat sich dort aber richtig gut in die Mannschaft eingebracht und ist dort gar nicht mehr wegzudenken. Und dann gehen wir nach ganz vorne und auch hier Sané, Werner, Gnabry. Die haben ja so überzeugt im Testspiel gegen Russland. Was haben wir auf der Seite der Niederländer? Steven Bergwijn, ein richtig guter Mann von PSV Eindhoven. Aber vor allem der Name Justin Kluivert, der fällt hier natürlich auf. Der Sohn von Patrick Kluivert. Er spielt ja mittlerweile für die AS Rom. Allerdings momentan nicht bei der A-Nationalmannschaft, sondern bei der U21 unterwegs. Und bei den Niederländern sind insgesamt sogar 8 Spieler berechtigt, noch im U21-Bereich zu spielen. Beim DFB dagegen nur einer. Und das ist Kai Havertz. Und deshalb wollen wir die beiden Spieler noch mal gegenüberstellen. Kai Havertz und den eben angesprochenen Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt, Kapitän, der jüngste Kapitän aller Zeiten bei Ajax. Er hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro und vor allem der FC Barcelona, der soll an ihm dran sein. Also er ein Mann der Zukunft. Und über Kai Havertz muss man nicht viel sagen. Der hat sich bei Bayer Leverkusen in die Stammelf gespielt und ist dort auch eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken. Also Kai Havertz, der braucht sich vor Matthijs de Ligt mit Sicherheit nicht verstecken. Und ich denke, das gilt für alle Youngster beim DFB, auch wenn die Holländer mit ihren jungen Spielern vielleicht dann im Umbruch doch schon etwas weiter sind. Wenn Sie nicht nur die Youngster miteinander verglichen haben wollen, sondern das gesamte Team, gibt ja auch auf beiden Seiten noch einige Allstars, dann können Sie das tun auf skysport.de, können Sie sich auch da gerne durchklicken.